haben keinen geringeren Auftrag, als unser geliebtes Bayern von dieser korrupten Kartellparteienbande zu befreien. Sie tun alles, um uns als einzige basisdemokratische Kraft in Bayern zu vernichten. Und dafür kämpfen wir bereits, wir alle, seit 10 Jahren. 10 Jahre, die uns niemand da draußen zugetraut hat. Was wurden wir belächelt und was werden wir noch heute verhetzt? Aber liebe Freunde, wir sind gekommen, um zu bleiben. Wir zwei sind keine Schönwetterpatrioten, sondern wir sind es gewohnt, von vorn zu führen. Und genau deswegen wollen wir als Spitzenduo unserer bayerischen AfD im Wahlkampf vorangehen. Und unsere Bürgerinnen und Bürger setzen zu Recht hohe Erwartungen an die AfD. Sie wollen einen Gegenentwurf zu Inflation, Migration und Korruption. Unser Auftrag ist es, denen da oben zu zeigen, dass hier die breite Basis der bayerischen Bürger das Sagen hat und eben nicht irgendeine kriegssüchtige Elite abgehobener Globalisten. Und so wird auch Markus Söder in der nächsten Legislatur nicht von der AfD verschont bleiben. Die Angst geht bereits um in Söders korrupter Maskengang. Nein, liebe Freunde, es ist kein zu hoch gestecktes Ziel. Wenn ich früher mit dem Mountainbike zu einem Rennen gefahren bin, dann nicht, weil ich Dritte oder Vierte werden wollte, sondern weil ich gewinnen wollte. Durch den Leistungssport habe ich gelernt, Gewinner zweifeln nicht und Zweifler gewinnen nicht. Liebe Freunde, ihr seid unsere Basis und auf euren starken Schultern dürfen wir gut und sicher stehen. Mein Name ist Katrin Ebner-Steiner. Ich bin Martin Böhm und wir bitten euch nun um nichts Geringeres als um den Kampfauftrag gegen Söder. Es lebe Bayern, es lebe Franken, es lebe unser deutsches Vaterland. Vielen Dank, meine Freunde.